Es ist Freitag, der 13. Mai. Mein Name ist Grisha und das ist der Nachschlag, die nachhaltigsten Schlagzeilen der Woche. Pringles verwirrt mit neuen Rezepturen. Die Chips mit der seltsamen Verpackung und dem creepy Mustache-Maskottchen stehen derzeit wegen neuer Rezepturen im Rampenlicht. Was viele nicht wissen, für VeganerInnen und AllergikerInnen waren viele Pringles-Sorten bis dato ein absoluter Geheimtipp, weil sie oftmals von Haus aus vegan waren. Betonung liegt auf Waren, denn das soll sich zumindest auf dem deutschen Markt bald ändern. Wie der Hersteller nun bekannt gab, werden fast allen Rezepturen künftig Bestandteile aus Milch, wie zum Beispiel Süßmolkenpulver, hinzugefügt. VeganerInnen, die in Zukunft nicht auf Pringles verzichten wollen, bleibt aber immerhin noch die Pringles Original Sorte, also die mit Salz und sonst nichts. Wir finden ja, für Pringles und viele Omnivoren oder AllesesserInnen ist eine kleine Menge Milch quasi nicht der Rede wert. Hingegen für VeganerInnen oder Menschen mit einer Allergie gegen Milch ist auch eine geringe Menge ein Grund, das Produkt nicht mehr zu kaufen. Und am Ende ist man dann selber schuld, wenn man KäuferInnen verkraut. Der Schritt von Pringles wird zudem seltsam aus der Zeit gefallen. Schließlich ist es heutzutage eher typisch, dass selbst Hersteller wie McDonald's ihre vegane Produktpalette zunehmend ausbauen, anstatt sie zu verkleinern. Naja, wie sagt die FDP so schön? Der Markt regelt es schon. Wo wir gerade bei der FDP sind, Spott gab es für Verkehrsminister Volker Wissing. In einem Statement am Rande eines G7-Treffens hatte er Folgendes über die Nutzung von sozialen Medien zu sagen. Wenn man sich die Zahl der Fotos von Essen anschaut, weltweit, dann kommt man auf einen enormen Energieverbrauch und muss sich die Frage stellen, ist das wirklich notwendig? Das ist nicht nur witzig, weil Wissing selbst eine Schwäche für Foodporn zu haben scheint, sondern auch, weil das Verkehrsministerium, das Wissing persönlich leitet, laut einem Gutachten, das von der Ampelregierung selbst in Auftrag gegeben wurde, die Klimaziele am weitesten verfehlt. Bei solchen Äußerungen wünscht man sich fast an die Scheuer wieder zurück. Wir hätten da auch noch einen gut gemeinten Rat. Schuster, bleib bei deinen Leisten und kümmere dich um eine vernünftige Verkehrspolitik, anstatt Vorschläge für den persönlichen Verzicht zu machen, an die du dich selbst nicht hältst. Oder wie wär's? Für jede halbgare Ausrede, warum ein Tempolimit nicht umsetzbar ist, zum Beispiel bei Schilder fehlen, packen wir dir eine Waffe. Und kurzer Nachtrag noch. Wissing selbst hat mittlerweile eingesehen, dass er als Politiker vielleicht auch selber in der Verantwortung ist, Politik zu machen und schreibt auf Twitter: Jeder soll das Netz frei nutzen können, auch für Fotos von Essen, und die Politik sollte dafür sorgen, dass dies klimaneutral möglich ist. Zum Abschluss noch was Positives. Viele hatten in Zeiten steigender Inflation und durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie damit gerechnet, dass Menschen weniger Geld für bio- und nachhaltig produzierte Produkte ausgeben würden. Dass diese Aussage vermutlich nicht für den ganzen Markt zählt, zeigt das Fair Trade Siegel. Der unabhängige Verein, der das Siegel ins Leben gerufen hat, hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz von 2,1 Milliarden Euro eingefahren. Nach Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Dieter Overath zeige das, dass fairer Handel durch stabile Einkommen und Planungssicherheit krisenrobust ist. Vor allem fair gehandelter Tee, aber auch Rosen sollen 2021 ein Umsatzplus verzeichnet haben. Demnach wurde letztes Jahr jede dritte in Deutschland gehandelte Rose unter fairen Bedingungen produziert. Und das war's mit dem Nachschlag für heute. Euch allen jetzt noch ein schönes Wochenende.